Herzlich willkommen bei Finance TV. Der Euro ist auf Talfahrt, der Rubel eingebrochen, der Schweizer Franken überraschend freigegeben. CFOs müssen ihr Währungsmanagement angesichts dieser Turbulenzen hinterfragen. Was jetzt die richtige Absicherungsstrategie ist und wo es noch Verbesserungsbedarf gibt, darüber spreche ich heute mit Sven Jürgensen, Leiter Devisenhandel Firmenkunden bei der HSBC in Deutschland. Herr Jürgensen, die Turbulenzen an den Währungsmärkten, insbesondere beim Rubel, haben bei einigen deutschen Unternehmen, Henkel, Stader, Adidas, schon Spuren in den Bilanzen hinterlassen und einen Teil der Gewinne gekostet. Was lief da schief im Währungsmanagement? Ja, zunächst kann man mal sagen, es lief nicht schief. Die Währungsturbulenzen sind letztendlich einkalkuliert worden, weil man sich für eine Währungsstrategie entschieden hat und Translationsrisiken nicht abgesichert hat. Das ist ein durchaus normaler Prozess in der deutschen Firmenkundenlandschaft. Wir stellen immer wieder fest, dass Firmen sehr stark ihr Transaktionsrisiko hedgen, aber das Translationsrisiko offen lassen. Sie haben das Thema Translationsrisiken angesprochen. Das bedeutet ja, dass Unternehmen bei der Umrechnung ihrer Rubelgewinne in Euro einen Teil verlieren durch die Wechselkursschwankungen. Halten Sie es für richtig, dass Unternehmen das nicht absichern? Es ist also durchaus gängige Praxis, dass man Transaktionsrisiken sichert, also sprich die eigene Rechnungslegung für Transaktionen, aber die Translation, sprich die Beteiligung in einem Land, nicht hedgt. Warum ist das der Fall? Unternehmen wissen oftmals nicht, wie lange sie in einem Land investiert sind. Wenn man Kapital beispielsweise nach Russland bringt, ist man dort für viele Jahre investiert. Und es ist so, dass das Sichern von Translationsrisiken in Hochzinsländern durchaus teuer ist. Und wenn man viele Jahre dort investiert ist, dann kann es sein, dass letztendlich die Sicherungskosten am Ende den Profit wieder auffressen. Stichwort Sicherungskosten. Kaum ein Unternehmen hatte ja den Rubel gehedged, eben weil es aufgrund der Zinsunterschiede so teuer war. Halten Sie diese Strategie im Nachhinein betrachtet für sinnvoll? Natürlich ist man im Nachhinein immer schlauer, aber was können Unternehmen jetzt daraus lernen für die Zukunft? Ja. Ich denke, dass Unternehmen daraus gelernt haben, und der Rubel ist ja nur ein Beispiel. Sie haben das Beispiel Schweizer Franken erwähnt, wo der Kurs um 20% gefallen ist an nur einem einzigen Tag. Das konnten, glaube ich, auch die wenigsten vorhersehen. Ich denke, die Unternehmen haben gelernt, sich vielleicht jetzt eine höhere Flexibilität in ihrer Treasury-Policy zu genehmigen. Viele Unternehmen waren dort sehr starr aufgestellt. Das heißt, es gab ganz klare Vorschriften, was gehedged wird und was auch nicht gehedged wird. Und der Corporate Treasurer an sich hatte oftmals wenig Möglichkeiten zu sagen, in einer besonderen Marktsituation, wir sprechen an Währungsmärkten auch von Distressed Markets, das heißt in einer besonderen Situation, wo der Markt nicht normal funktioniert, dort auch mal eine andere Treasury Policy einzusetzen, das war, glaube ich, bei vielen Unternehmen in der Vergangenheit nicht möglich. Wie viel Flexibilität räumen Unternehmen denn jetzt ihren Treasury-Abteilungen ein? Also der Prozess hat gerade erst gestartet. Wenn wir uns auch anschauen, wie weit sich Währungen entwickelt haben, alleine der Kurs Dollar Brasilien ist dieses Jahr bereits wieder um 25% gestiegen. Also da gab es auch eine starke Bewegung. Die Unternehmen haben entdeckt, dass da Handlungsbedarf ist, dass man diese Treasury Policy sich nochmal überdenken muss. Das wird aber nicht von jetzt auf gleich passieren, sondern Unternehmen haben üblicherweise Zyklen, in denen sie sich treffen und dann hausintern beraten, wie man die Treasury Policy auf die neuen Marktverhältnisse anpassen sollte. Worauf bezieht sich denn die Flexibilität? Bezieht sich das auf die Absicherungsquote, also wie viel des Exposures wird gehedged? Bezieht sich das auf den Sicherungshorizont? Welche oder auch auf die Instrumente? Welche unterschiedlichen Einflussfaktoren kommen da zusammen? Also in der Vergangenheit war es oft so, dass es so eine 0- oder 100-Frage war. Sichere ich ganz oder sichere ich gar nicht? Ich denke mal, beides kann durchaus eine Strategie sein, aber es gibt zwischen 0 und 100 auch noch verschiedene andere Wahrheiten. Devisenoptionen sind dort eine Möglichkeit, Optionsstrukturen, die bedarfsgerecht auf die Ansprüche des Kunden zugeschnitten werden, aber auch dynamische Konzepte wie beispielsweise Currency Overlay oder systematische Overlay-Ansätze können hier eine Rolle spielen. Was verbirgt sich hinter Currency Overlay? Currency Overlay bedeutet, dass man bedarfsgerecht auf das Exposure des Kunden und auch auf die Zeitdauer des Exposures eine Hedging-Strategie anwendet, deren Sicherungsgrad zwischen 0 und 100% variieren kann und nicht statisch vorgegeben ist. Wovon hängt diese Variation ab? Dort gibt es zwei Möglichkeiten. Einerseits kann man das Modell statisch fahren, dass man in Abhängigkeit zur Kursentwicklung sagt, wenn der Kurs um so und so viel Prozent steigt, möchte ich zu so und so viel Prozent gesichert sein. Es kommen aber auch dynamische Modelle, mathematische Algorithmen in Betracht, auf die man sich auch ausrichten kann. Wir haben über den Rubel gesprochen, wir haben über den Schweizer Franken gesprochen. Lassen Sie uns zur für die meisten Unternehmen wichtigsten Währung kommen, zum US-Dollar. Ja. Da rechnen einige Banken mit der Parität bis zum Jahresende. Wovon geht die HSBC aus? Also wir haben auch vor einiger Zeit schon einen fallenden Euro prognostiziert in unseren Research Papers.
Der Euro war vor einem Jahr noch bei 1,40. Wir sind jetzt deutlich runtergekommen. Euro-Dollar ist auch immer noch eine Mean-Reversion-Währung. Das heißt, es gibt immer mal Trends und Gegentrends in Euro-Dollar zu beobachten. Man wird mit Sicherheit weiterhin den Druck spüren, dass der Euro Richtung Parität möglicherweise ziehen wird. Auszuschließen ist da nichts. Aber wie gesagt, Euro-Dollar war immer eine Mean-Reversion-Currency. Das heißt, man muss auch damit rechnen, dass es wieder Gegenbewegung geben wird. Was würden Sie angesichts dieser Unsicherheit Unternehmen beim Währungsmanagement raten? Also wie ich gerade schon sagte, glaube ich, eine hohe Flexibilität ist hier gefragt. Ein Produktmix, den man ansetzt, der einem die Flexibilität gibt, die man in solchen Währungsmärkten braucht, ist sicherlich von Vorteil. Zum Abschluss noch eine Frage zum Thema Instrumente. Sie haben das Thema Devisenoptionen angesprochen, die Unternehmen ja die Möglichkeit einräumen, sich nach unten hin abzusichern gegen das Risiko, gleichzeitig aber die Chance beizubehalten, von einer für sie günstigen Wechselkursentwicklung zu profitieren. Sehen Sie das Unternehmen tatsächlich auf das Instrument Devisenoptionen, was Sie ja aufgrund der Prämie oft nicht so gerne mögen, in der aktuellen Situation häufiger zurückgreifen? Also Flexibilität hat seinen Preis, das ist ganz klar. Devisenoptionen kosten meistens Prämie oder kosten möglicherweise eine Kursopportunität. Aber wenn man jetzt überlegt, Euro-Dollar kam von 1,40 runter auf jetzt Kurse von unter 1,10. Als wir bei 1,40 waren, waren vielen bestimmt die 2 oder 3% Optionsprämie zu teuer. Im Nachhinein betrachtet ist sie vergleichsweise gering, wenn man jetzt die Entwicklung des letzten Jahres sich anschaut. Ich denke, das wird auch ein Umdenkungsprozess bei den Firmen auslösen. Herr Jürgensen, zum Abschluss habe ich noch unsere drei Fragen von Finance TV mit der Bitte um eine kurze Antwort, gerne ja oder nein. Haben die aktuellen Wechselkursverwerfungen dazu geführt, dass CFOs künftig intensiver hedgen werden? Das kann man, glaube ich, nicht mit ja oder nein beantworten. Sie haben dazu geführt, dass CFOs sich künftig verstärkt mit dem Währungsrisikomanagement beschäftigen werden, das schon. Ob das zu einem erhöhten Hedgegrad führt, wird man sehen. Sollten Unternehmen Ihrer Meinung nach Translationsrisiken absichern? Unternehmen sollten Translationsrisiken dann absichern, wenn sie in eine Marktphase reinkommen, wo das Translationsrisiko zu einem erhöhten Währungsverlust führen kann. Sprich, wenn auch möglicherweise die Unternehmen in ihrem Land merken, dass es vielleicht Abseitsschwierigkeiten gibt, dass in einem Land die Wirtschaft nicht mehr so ganz funktioniert, dann sollte man darüber nachdenken, ob man diese Währungsrisiken absichert. Welcher Ansatz funktioniert besser im Währungsmanagement? Starre Quote oder Flexibilität? Flexibilität. Herr Jürgensen, vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Wir nehmen mit, CFOs haben durchaus noch die ein oder andere Stellschraube im Währungsmanagement, an der es zu drehen gibt. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.